In Paris sind bei einer Serie von fast zeitgleichen Anschlägen mindestens 120 Menschen ums Leben gekommen. Die Attentäter schossen an mehreren Orten der Hauptstadt um sich und zündeten Bomben. Allein in der Konzerthalle Bataclan starben mindestens 80 Menschen. Hier hatten Attentäter auch Geiseln genommen. Die Polizei stürmte nach Mitternacht den Saal. Nahe des Stadions, in dem das Fußballspiel Deutschland-Frankreich stattfand, starben bei Selbstmordattentaten 4 Menschen. Präsident Hollande hat den Ausnahmezustand erklärt. Weltweit haben die Pariser Anschläge Entsetzen ausgelöst. US-Präsident Obama sagte, es sei ein abscheulicher Versuch, unschuldige Zivilisten zu terrorisieren. Er sprach von einer Attacke auf die ganze Menschheit. Bundeskanzlerin Merkel übermittelte ihre Anteilnahme an die französische Regierung. Ihre Gedanken seien bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Menschen in Paris. Das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich wurde trotz der Gewalt in Paris nicht abgebrochen. Während der ersten Halbzeit waren mehrere Explosionen zu hören. Das DFB-Team verlor 0:2, blieb bis zum Morgen im Stadion und wurde dann zum Flughafen gebracht. Nach dem Fund von 8 Babyleichen im oberfränkischen Wallenfels hat die Polizei am Abend die mutmaßliche Mutter festgenommen. Die 45-Jährige gelte als tatverdächtig, hieß es. Wie die Babys zu Tode kamen, ist allerdings noch unklar. Bundeskanzlerin Merkel hat am Abend im ZDF ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik verteidigt. Sie habe die Lage im Griff. Es gebe keine groben Differenzen in ihrem Kabinett. Obergrenzen für die Aufnahme von Flüchtlingen lehnte sie weiter ab. Besser sei es, die Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen.